Branche ist meiner Meinung nach noch nicht da, wo sie sein könnte und auch sein müsste, was Vielfalt angeht. Wenn man sich die aktuellen Verlagsvorschauen anguckt, dann sieht man da beispielsweise immer noch ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Auch im Bereich Literaturkritik ist das noch so. Zwar sind die Themen diverser geworden in den vergangenen Jahren, habe ich das Gefühl, aber ich hoffe sehr, dass diese Entwicklung so weitergeht, weil das extrem wichtig ist. Die Buchbranche ist pure Leidenschaft. Seit meiner Kindheit bin ich in diese Traumfabrik total verliebt und sogar abhängig. Als Autorin habe ich eine andere Seite von dieser Branche kennengelernt, die zwar sehr prozesshaft, konventionell, traditionell, dennoch sehr offen für Neuheiten und voller positiver Energie ist. Die Buchbranche ist auf einem guten Weg. Es gibt schon ein besseres Verständnis für die Arbeit von Übersetzenden. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr über die Qualität von Übersetzungen gesprochen und geschrieben wird, so wie wir das auch tun. Und dass auch andere Medien Übersetzende immer nennen, in jeder Ankündigung, Rezension, auf Social Media, in den Printmedien, da ihre Arbeit essentiell für die Buchbranche ist. Als Autorin, Pädagogin und Coach für Interkulturalität und diskriminierungssensibles Handeln schaue ich derzeit recht positiv auf den jetzigen Literaturmarkt. Wenn ich bedenke, noch vor 10 oder auch 5 Jahren war es sehr schwer, für diese Thematik etwas im Kinder- und Jugendliteraturbereich oder auch bei den Erwachsenen zu finden, sei es Belletristik oder auch Sachliteratur. Von daher freue ich mich sehr über die Entwicklung, die im Moment vorhanden ist. Ich freue mich auf die Literatur, die noch kommt, sodass die Gesellschaft weiterhin sensibilisiert wird, und ich freue mich natürlich auch auf meine eigenen Veröffentlichungen. Die Buchbranche ist ganz schön aktiv. Wie gerade eben bei der Woche der Meinungsfreiheit, 3. bis 10. Mai. Eine Kampagne des Börsenvereins zusammen mit der Frankfurter Agenturallianz. Und ganz vielen Testimonials aus der Buchbranche, Journalisten, Autoren, Verleger, Leute mit einer Meinung. Mehr als eine Meinung. Warum ist das wichtig? Weil freie Meinungsäußerung die Grundlage für unsere Demokratie ist. Die Buchbranche ist manchmal noch etwas eingestaubt. Etliche Praktika, bis man ein Volo bekommt. Die Ohren werden bei Themen und Genres erst gespitzt, wenn es bereits boomt. Aber die Buchbranche ist vielfältig und immer in der Entwicklung. Und auf diesen Fortschritt freue ich mich. Sie ist zu weiß und zu männlich. Damit meine ich jetzt nicht nur Merkmale wie Herkunft, Hautfarbe und Gender, sondern insbesondere die Verteilung von Macht, die nur die überwiegend einer bestimmten privilegierten Gruppe zugutekommt. Und auch da darf man gerne an die Struktur herangehen. Man muss an die Struktur herangehen, um Partizipation auf Augenhöhe überhaupt